Moin, wir befinden uns heute in Dortmund und zwar dachte ich mir, wäre es glaube ich mal ganz cool, wenn wir für die EM so eine Mischung aus dem Food-Format machen und Fußball. Deswegen dachte ich mir, ich kenne durch die Interviews einige Spieler und ich frage die Jungs mal, was so deren Lieblingsrestaurants sind. Heute machen wir eine Dortmund-Edition. Ich habe dafür zwei Spieler, die ihr wahrscheinlich auch schon im Thumbnail seht, gefragt, was deren Lieblingsrestaurants sind. Beziehungsweise wir sind drauf gekommen, Julian Weigel, er hat zum einen in Dortmund ganz, ganz lange gespielt, zum anderen ist Dortmund auch Austragungsort oder einer der Austragungsorte für die Euro dieses Jahr. Deswegen, ich würde sagen, wir rufen Juli jetzt mal an. Ich glaube, der ist gerade im Urlaub, deswegen ich hoffe, der geht ran und fragen, was sein Lieblingsrestaurant hier in Dortmund ist und was er dort immer bestellt hat oder beziehungsweise bestellen würde, wenn er jetzt dort wäre. Und wenn ihr zum Beispiel mal in Dortmund während der Euro seid und sagt, hey, ich brauche ein geiles Restaurant, habt ihr durch dieses Video vielleicht schon zwei Empfehlungen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das ein cooles Format ist. Ich habe das, glaube ich, auch so noch gar nicht irgendwo gesehen. Und schreibt gerne auch mal in die Kommentare, welche Spieler ihr gerne als nächstes sehen möchtet, beziehungsweise welche Foodspots ihr von welchem Spieler gerne sehen möchtet. Ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück und rufen Juma an. Du hast mir ein Restaurant erzählt, aber ich frage dich jetzt nochmal fürs Video, damit wir es auch auf Video haben. Oder was ist denn dein Lieblingsrestaurant hier in Dortmund? Mit Abstand von Gusto. Ich hatte damals keine Küche und habe dort in dem Stadtteil gewohnt und bin dann da einfach das erste Mal so reingeschlendert. Und was mich so beeindruckt hat, waren einfach die Leute, so dieses herzliche. Fuji heißt der Chef. Kannst aber wirklich eigentlich alles haben. Also die machen super Fisch, super Fleisch, kannst natürlich auch eine Pizza essen. Aber so dieses Herzliche von allen Mitarbeitern und von ihm als Chef selber, so das ist, glaube ich, der wahre Grund, warum jeder auch da gerne hingeht. Und ich habe damals das dann vielen Jungs halt auch gezeigt und gesagt. Und seitdem, glaube ich, gehen da auch die Dortmund-Spieler aus und ein. Und das ist natürlich für ihn auch super. Was wäre denn so ein Gericht, wo du so sagst, boah, das musst du da unbedingt essen? Also du kannst da nicht rausgehen, ohne das Focaccia gegessen zu haben. Also das bringt dir eigentlich so zu allem dazu. Das ist so ein dünnes, so ein bisschen wie ein Pizzabrot, aber anders. Ich weiß, es ist so ein bisschen dicker, ne? So ein geil gewürzt, ja, und so. Okay, und als Hauptgang? Habe ich mir auch Garnelen machen lassen oder Nudeln mit Garnelen. Das würde ich dir empfehlen. Irgendwas mit Fisch, der macht wirklich guten Fisch. Genau, haben wir auf jeden Fall eine gute Ausgangslage, um festzumachen, ob das ein guter Italiener ist oder nicht. Einmal Pasta mit Garnelen und eine Focaccia war das, ne? Die perfekte Gelegenheit für euch da draußen ist der Partner des heutigen Videos und zwar HelloFresh. Für diejenigen unter euch, die HelloFresh noch nicht kennen, bei HelloFresh findet ihr online wirklich eine riesengroße Auswahl an Gerichten, egal ob ihr Vegetarier, Veganer oder euch ganz normal ernährt. Für jeden ist auf jeden Fall was dabei, gerade wenn ihr irgendwie durch den Job, durch die Arbeit eine stressige Woche irgendwie hattet und nicht dazu kommt, einkaufen zu gehen, könnt ihr bei HelloFresh online bestellen, euch einen Wunschtermin aussuchen, wann die Bestellung zu euch nach Hause geliefert werden soll. Die Produkte, die ihr nach Hause bekommt, sind immer frisch und gerade wenn ihr alleine wohnt, wo man vielleicht oft irgendwie zu viel einkauft oder vielleicht auch nicht weiß, wenn ich wie heute Spiel Deutschland Besuch bekomme, wie viel ich einkaufen soll, könnt ihr auf der Website genau angeben, für wie viele Personen das Gericht sein soll und dann bekommt ihr genau die richtige Zutatenmenge nach Hause geliefert. Bei HelloFresh findet ihr außerdem aktuell zahlreiche EM-Rezepte, die sich ideal für einen Fußballabend mit Freunden oder der Familie eignen. Falls ihr bis dato HelloFresh noch nicht nutzt, bekommt ihr mit diesem Code hier in Deutschland 120 Euro Rabatt auf eure Bestellung, in Österreich 90 Euro und in der Schweiz 140 Schweizer Franken. Und ihr bekommt zusätzlich ein Jahr lang ein Gratis-Dessert zu eurer Bestellung dazu. Falls ihr das Video gerade über den Fernseher oder den Laptop oder das iPad schaut, scannt einfach den Code hier und ihr gelangt direkt zur HelloFresh-Website. Wenn ihr das Ganze mit dem Handy schaut, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Ich erst mal nach, ob wir filmen dürfen. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Ist es für euch in Ordnung, wenn wir filmen? Hat den Weigel telefoniert? Ja, er ist ein guter, also ein richtig guter Freund von mir. Wie gemacht bei uns? Ja, wir haben gerade noch telefoniert, da meinte er so, ey, ich habe noch keine Küche, die haben mir Essen vorbeigebracht. Und das war so. Und durch Julian natürlich ist das Ganze entstanden und dass zum Beispiel auch so andere Spieler dazu gekommen sind. Ne? Hat er gerade erzählt, am Telefon. Ja, und jetzt sind viele gekommen, ich meine, manche kommen und gehen, ne? Ist ja klar, ne? Aber war schon. Er hat auch zu mir gesagt, wenn ich herkomme, soll ich dich fragen, also das ist Fuji, wo Julian gerade gesagt hat, was du da hast. Er meinte, wenn du frische Garnelen da hast, sollst du mir eine Pasta mit Garnelen machen. Du kannst gerne mit in die Küche kommen. Ja? Klar. Wenn die Patrick ist, wie wir aufgehangen haben, vor Julian hängt immer noch natürlich. Guck mal, film mal hier hoch. Wir hatten, klar, Mats Hummels ist unser Freund, Marc Reus und so, aber wir haben ja gesagt, von Julian Weigel, weil der Erste war, der bleibt. Also der war wirklich ihm, mit der Erste, der... Der erste Spieler war hier, wo wir den Land aufgemacht haben damals. Und ach, cool. Dann er hat gesagt, dieser Trikot bleibt auch da, egal wie es aussieht. Wir haben gekocht mit
viele Spieler ist in YouTube zu sehen. Das war echt spannend. Ja, blenden wir gerne mal, blenden wir gerne mal ein. So, Garnelen, weil ich gut. Hast du Garnelen nach? Sieht momentan ein bisschen chaotisch aus, weil Mittag ist, aber mit frischem Gemüse, mit dies und jenes. Hey! Hey, Maschine! Hola! Hey, Bruder, wie geht's dir? Wir vermissen dich, weißt du das? Wahnsinn. Wir haben Fernseher abgeholt. Geil. Ich habe Geburtstagsparty gemacht bei mir im Haus mit allen Spielern von Dortmund. Fuji hat Essen gemacht, Trinken gemacht. Hey, Julian, Julian. Ich hatte keine Ahnung, wie man einen Grill anschließt. Dann hat Fuji mir Gasflaschen besorgt. Und macht euch eine schöne Zeit, Fuji, du weißt. Bruder. Und, wir sehen uns. Mal was, wenn so, der Sommer vorbei ist, der Urlaub, dann komme ich mal vorbei. Schau mal, Bruder, danke dir. Bro, ciao, bis später, ja? Ciao, ciao. Wir haben andere Spieler gesehen, viele, und dann sind die gekommen. Und die haben genauso wohl gefühlt, weil wir gesagt haben, egal wer hier reinkommt, der ist willkommen. Aber der muss schön sein, wie wir hier sind. Ich sag mal Bauern. Nein, aber so bodenständig. Ne? Ja, natürlich. Ne? Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Ja, und sowas. Aber wie gesagt, also Garnelen habe ich da, Fisch haben wir da, noch Fleisch habe ich da. Also, warum ich gesagt habe, du bist jetzt einfach so gekommen. Ne? Ja. Das heißt, ich habe nichts zu verheimlichen. Du kommst an und bei uns wird extrem, wir verkaufen viel Fisch. Ja. Und deswegen hast du immer frisch, egal was du willst. Fischteller kannst du haben. Oder jetzt haben wir Fleisch bekommen, ein bisschen Ribeye-Steak, Roastbeef. Keine Ahnung, Pfifferlinge, alles, was man der Herz begehrt. Geil. Ne? Dann macht uns, wir lassen uns überraschen. Fischteller haben? Ja, ne? Nein, muss. Doch, ja, alles gut. Machst du gleich eine Fischteller, aber nicht so viel. Und machst du ganz trotzdem Spaghetti mit Gambas, machst du? Ja. So ein bisschen schön, weiß ja, ne? Brauche ich ja nicht sagen. Und Focaccia vorne weg. Perfekt. Bis gleich. Super. Ja. Danke dir, ja? Also, wir haben jetzt hier eine Focaccia heißt das, ne? Boah, das ist brutal. Ist das ganz normaler Pizzateig? Das ist normaler Pizzateig, das ist unser Teig. Quinten, ich wechsle, wir wechseln jetzt gleich die Kamera. Du musst das probieren. Aber ich liebe Focaccia. Ich liebe Italien generell. Ich liebe ja auch Salz. Voll geil. Ey, ich sag euch, das ist viel, viel, viel zu viel. Ich weiß nicht, wir müssen ja heute noch andere Sachen auch testen. Vorgabe war, sonst eine Pasta mit Garnelen. Ich weiß nicht, erkennt man das auf Kamera, wie krank das einfach aussieht? Wir versuchen natürlich trotzdem, ich kann mich nur wiederholen. Ne? Das glaubt mir kein Mensch, das ist nicht gestellt. Wir sind hierher gekommen, haben gefragt, können wir drehen? Das ist halt also wirklich nicht abgesprochen. Das fließt auch nicht in die Bewertung ein. Wir bewerten trotzdem alles komplett ehrlich, aber das ist wirklich super, super mega gastfreundlich. Das ist ein Geisteskrank. Wow, ich esse halt echt immer nur diese fertigen. Oder auch in voll vielen Restaurants bekommst du die ja einfach ohne Kopf und ohne Schwanz. Ich glaube auch von den Preisen her, ich habe jetzt noch keine Karte gesehen, lassen wir uns gleich mal geben, ist das auch vollkommen im Rahmen. Hier steht Pizza Tartufo, also Trüffelpizza, mit Burrata und Parmesan für 18,50. Ich habe noch nie Thunfisch gegessen, in meinem ganzen Leben nicht. Ja? Also halt Thunfisch auf der Pizza, aber das ist ja ein anderer Thunfisch, ne? Das ist Thunfischsteak. Boah, ist das geil. Boah, okay, aber schau mal, warte. Das ist der Big Shit. Ja? Ich bin so gar kein Fan davon, so Sachen zu probieren, die ich noch nie probiert habe, wo ich nicht weiß, ob mir das schmecken könnte. Sieht auf jeden Fall crazy aus. Es schmeckt gut. Ich überlege gerade, nach was es schmeckt. Ich glaube, ich bewerte das jetzt ganz falsch, aber es schmeckt wie gut gesalzenes Hähnchenfleisch, das aber butterweich ist, das wie auf der Zunge zergeht. Ich bin der schlechteste Food-YouTuber wahrscheinlich überhaupt. Schmeckt das gut? Ich habe eine Frage. Bitte. Das hier ist Thunfisch, oder? Was ist das hier? Das ist Pulpo, Thunfisch. Was ist das hier? Eldorado-Filet. Haben wir noch einen anderen Fisch? Lachsfilet. Okay, vielen Dank. Okay, ich probiere noch mal einen Lachs. Wie leicht der sich hier schneiden lässt, das ist brutal. Also bei Pulpo ist ja auch immer in Italien, ist ja auch immer ein Salat, Pulpo-Salat. Super geile Vorspeise. Das ist genau wie ich es gesagt habe. Boah, ist das geil. Das ist übel. Muss ja auch sagen, Fisch ist ja auch immer so eine Sache, ne? Bei vielen Leuten, aber ich liebe Dorade. Die Dorade ist mega. Ich gehe davon aus, dass das Thunfischsteak genauso geil ist. Ist sogar noch geiler. Wir sind ja wirklich, ich habe ja eben noch so ein bisschen undercover quasi mitgefilmt, um zu gucken, ob wir das überhaupt dürfen. Wir wollten ja wirklich nur eine Focaccia probieren und ein bisschen Pasta mit Garnelen. Haben jetzt einen riesen Fischteller bekommen. Ich habe es gerade zu Fuji gerade schon offcam gesagt und auch zu Quinten hinter der Kamera, dass ich eigentlich nicht so viel essen wollte, weil wir müssen ja gleich noch ein zweites Restaurant testen. Aber ich konnte nicht aufhören, diese Pasta zu essen. Ich habe voll viele Sachen zum ersten Mal probiert. Ich bin halt gar kein Fischmensch.
Challenge, deswegen war ganz gut finden, dass du so viel erklärt hast. Weil ich bin kein großer Fischfan. Ich habe Lachs esse ich gerne und ich esse gerne Garnelen. Das hier, diese, wie heißt das? Pulpo. Wahnsinn. Das ist butterweich und diese, wie du gesagt hast, diese Tentakel so knusprig angebraten. Haben wir schon aufgegessen, Thunfischfilet? Ja, Thunfischfilet. Boah, weiß nicht, was ich sagen soll. Deswegen, ey, vielen Dank, dass du uns da auch die Küche und alles gezeigt hast. Ich kann nichts Negatives sagen, das ist brutal, wirklich. Also wenn ihr in Dortmund seid, kommt da gerne vorbei, sagt liebe Grüße von uns beiden, dass ihr von uns gekommen seid. Ich weiß nicht, wie wir gleich noch, wir müssen gleich noch Schnitzel essen gehen, wie ich gleich noch irgendwas essen soll. Deswegen, ey, vielen, vielen Dank. Quinten, du isst jetzt noch ganz entspannt auf und dann sehen wir uns gleich nochmal. Aber ich will an der Stelle schon mal echt Chapeau. Ich würde all in all in unser Ranking gehen mit einer 9,2. Für den Laden. Wir müssen noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Wie gesagt, wir werden noch mal vorbeikommen, vielleicht sogar mit Julian zusammen. Ist auf jeden Fall wirklich der Tag, das Essen hier, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Foodspot. Dafür brauche ich mein Telefon. Und zwar, Kevin hatte mir geschrieben mit Schmackes und esse dort ein Balkanschnitzel. Deswegen, wir testen jetzt den Schnitzelladen von Kevin Großkreuz und essen gutes Balkanschnitzel. Wir sind angekommen bei mit Schmackes. Das ist der Schnitzelladen von meinem guten Freund Kevin Großkreuz. Ich gucke seit kurzem, also ein YouTuber, der heißt Beard Meets Food, also Bart trifft Essen. Das ist, glaube ich, ein Engländer und der isst halt wirklich, der macht immer so Essrekorde, ne? Der geht irgendwie in so Restaurants, wo du so XXL-Burger und sowas essen kannst. Ganz verrückter Typ und ich frage mich, wie man so, also cooler Typ, aber ich frage mich, wie man so viel essen kann. Wir sind auf jeden Fall angekommen bei Mit Schmackes und bewerten jetzt das Balkanschnitzel. Ja. Hä, schaut ja mega geil aus. Hier, mit den beiden war ich im Urlaub. Blaschikowski ist auch ein richtig cooler Typ. Dürfen wir da einfach reingehen und gucken? Ich will ja mal vorher fragen, ob man das alles darf. Ja. Ach, richtig schön. Schau dir mal hier das Bild vom Stadion an mit den Lampen. Es schaut wahnsinnig cool aus. Ja, super. Ich würde sagen, wir setzen. Ich bin so voll Quinten, ich kann nichts mehr essen. Super freundlich. Also wir sind jetzt, ich glaube, eine halbe Stunde, bevor der Laden aufmacht, hier. Und sind super nett. Lassen uns filmen und geben uns den goldenen Umberto. Ich dachte gerade, als wir reingekommen sind, wieso hängt hier eine Nike-Jacke? Ach hier, 4. Mai 2014. Jacke vom angeblichen Dönerwurf. Sieht man hier irgendwo noch Dönersoße? Nee, ne? Verrückt, aber irgendwie auch witzig, oder? Ich glaube, an einem Schnitzel ist immer wichtig, dass man auch weiß, aus welchem Fleisch das ist. Ich glaube, ein Wiener Schnitzel ist aus Kalb. Also wir wissen schon, was wir essen. Kevin hat uns, wir haben Kevin so gefragt, meinten so, ey, empfehle uns mal in Dortmund ein Restaurant und was du dort essen würdest. Balkanschnitzel. Was für ein Fleisch habt ihr bei euch beim Schnitzel? Also wir hätten entweder Pute auf extra Wunsch, ja. Natürlich ganz normal Schwein. Ja. Oder auch unsere vegetarischen Schnitzel, die sind echt Weltklasse. Ja. Bin echt gar kein vegetarischer Fan oder überzeugter Fleischesser. Und war einmal aufgeringt hier, habe ich ja seitdem bestehe ich nichts mehr anderes. Okay, geil. Sollen wir auf Pute gehen? Wir nehmen das Puten. Einmal reicht, ja, genau, Pommes, perfekt. Was dabei? Mayo, Ketchup oder Chili Mayo? Wir nehmen mit Pommes und mit Chili Mayo. Aber auch von den Preisen her. Was glaubst du, was kostet ein Balkanschnitzel? 23 Euro. 16,90. Was? Sehr geil, vielen Dank. Ging super, super schnell. Also wirklich, das war, man muss aber auch dazu sagen, der Laden hat noch nicht offen. Aber dennoch, richtig, richtig gut. Was wir als erstes probieren, sind die Pommes. Solange die noch frisch sind, weil die schauen sehr gut aus. Hört man den Crunch? Und Pommes sind echt gut. Eine Sache, die mir gerade auf jeden Fall fehlt, ich weiß nicht, ob die bei den anderen dabei ist, ist auf jeden Fall eine Zitrone drüber zu machen. Aber wie, sehr, sehr gut. Ich mache mal ein Stück mit ein bisschen Soße. Was ist das für eine Soße? Paprika? Zwiebel, Tomaten. Okay. Ich finde Salat, voll oft ist das so, dass man dem keine Beachtung schenkt. Boah, ich liebe Rotkraut. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ist ganz einfach Essigöl. Das ist wirklich so simpel, aber so gut. Okay, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Ich bin pappensatt. Aber ich mach's mal genau wie du, Pommes mit einem Crunch. Geil. Ich habe noch nie einen Schnitzel mit so einer Soße gegessen, aber ist geil. Ich find's auf jeden Fall auch super. Ich weiß nicht, ob das so ein bayerisches Ding ist. Ich kenne das halt bei uns zum Beispiel, woran du merkst, dass ein Schnitzel wirklich so auf diese klassische Art gemacht ist, dass die Panade sich hebt. Pommes waren sensationell, ich fand die richtig, richtig gut. Ich finde auch die Chili Mayo war das, ne? Ja. Finde ich auch richtig gut. Finde auch den Salat stark, Schnitzel. Wir haben Pute war das genommen, fand ich auch super.
was einfach nicht meins war, war die Soße zu dem Schnitzel. Was aber auch so ein bisschen, wir haben auch gerade gesagt, Quinten und ich, was irgendwie auch das Schöne an dem Format ist, dass wir halt das Essen auch nicht aussuchen. Und so habe ich es auch bei Kevin gemacht und ihr habt den Verlauf gesehen, Kevin hat geschrieben Balkanschnitzel, weil ich finde, es geht so ein bisschen in die asiatische Richtung mit den süßen Zwiebeln und das ist so wie eine Süß-Sauersoße ähnlich, die man vielleicht vom Asiaten kennt. Ich glaube, wenn ich jetzt hierher gekommen bin, so nach meinem Geschmack und hätte mir jetzt einen Jägerschnitzel oder so genommen, wäre ich super zufrieden, auch preis-leistungstechnisch. Die Leute hier auch waren super nett. Das Essen war super schnell da. Ich glaube, wir haben, es war noch nichts los, aber vielleicht 5-6 Minuten gewartet. Abzüglich der Soße, ich würde sagen, die Soße zieht 2 Punkte ab. Würde ich eine solide, also eine richtig gute 8,1 geben. Genau. Also mein Fazit zur, das ist ja die erste Folge von dem ganzen Format. Wir sind auf jeden Fall offen für Feedback. Deswegen, wenn ihr sagt, hey, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für das Format, wie man das irgendwie cooler machen könnte oder vielleicht auch sagt, hey, ihr habt das schon super gemacht, lasst uns das gerne wissen. Das ist immer richtig cool, wenn wirklich Leute einfach was in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, in beiden Läden, ich würde in beide auf jeden Fall 100%, wenn ich nochmal hier bin, essen gehen. Ich fand beide Läden super, die Mitarbeiter waren super freundlich. Ich glaube auch, wenn man nicht mit Kamera kommt, sind die da super nett. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr vielleicht während der EM auch in Dortmund bei irgendeinem Spiel unterwegs seid, schaut auf jeden Fall bei beiden Läden vorbei. Instagram und alles ist unten verlinkt. Schaut außerdem bei HelloFresh vorbei. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Abonniert gerne den Kanal, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.